So, ihr Lieben, herzlich willkommen bei Jens von Minga Gaming. Weiter geht's auf unserem Kanal mit dem Let's Play zu Fishing North Atlantic. Und das ist die Abschiedsturnier meines Schiffes Ocean Runner, was ich extrem genial finde. Ein tolles Schiff, was vor allem mit erweiterbarer Lagerkapazität von 40 Tonnen punkten kann, wie ich finde, im Anschaffungspreis am Anfang noch relativ moderat ist und vor allem bis auf Hummer und Krabben alles fangen kann. Und ich habe jetzt hier im Prinzip meinen Rekordfang vor Augen im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe jetzt hier 40 Tiefseeleinen ausgelegt. Wollte euch natürlich jetzt hier nicht zeigen, wie ich alle fange, sondern die letzten paar. Ich würde jetzt mal schätzen, es dürfte so 2/3 Thunfisch, 1/3 Schwertfisch sein. Hab eigentlich an jeder Leine mindestens 2, oft 3 Fische dran gehabt. Und das ist natürlich schon ein extrem guter Fang bis hierhin. Und werden wir mal gleich sehen, was da hinten bei rauskommt. Der Plan ist natürlich jetzt, auf ein größeres Schiff zu gehen. Ich habe mich noch nicht ganz entschieden, welches es sein wird, aber wir gucken hier mal ganz kurz oben rechts. 1.10. ist jetzt hier quasi, wenn ihr das von der Saison her mal betrachtet, und ich zeige euch mal gleich, was meine Pläne mit einem neuen Schiff sein werden, ohne dass ich euch jetzt schon abschließend dann zeige, welches ich nehme. Da muss ich mich dann nochmal in Ruhe in allen Häfen umschauen. Aber dazu gleich mehr. So, wir sammeln jetzt hier die letzten Thun- und Schwertfische ein. Da haben wir Boje Nummer 40. Wie gesagt, das dürfte bis hierhin mein mit Abstand bester Fang sein überhaupt, den ich mit meinen ersten Booten überhaupt gemacht habe. Was mich natürlich schon selber extrem freut. Wie gesagt, auch ein Spiel, was mir extrem viel Spaß macht. Freue mich natürlich auch wieder über nette Kommentare von euch. Lasst auch gerne einen Daumen da und natürlich ein kostenloses Abo, wenn ihr uns vielleicht auch durch dieses Video entdeckt habt. So, wir schauen jetzt mal unserer Mannschaft hier so ein bisschen über die Schulter. Haben jetzt hier nochmal einen Thunfisch geerntet für knapp 300 Kilo. Haben jetzt fast 31 Tonnen Fisch an Bord und werden jetzt unsere Crew wieder in die Kabine schicken, dass die sich ausruhen dürfen. Und hier nochmal unsere Ocean Runner. Ich finde, es ist ein super Fangboot, ein sehr schönes kleines Schiff mit 4 Leuten Besatzung, und ihr könnt vor allem bis auf Hummer und Krabben mit unterschiedlichen Fangmethoden, also Netzfischen, Fangleinen und Tiefseeleinen arbeiten hier und das also mit 3 unterschiedlichen Sachen ausstatten und somit schon sehr, sehr unterschiedlich auch fischen gehen, je nachdem wie ihr wollt. So, wir fahren jetzt mal, wir nehmen heute mal wieder unseren ersten, ach nee, das ist gar nicht unser erster Hafen wäre ja Yarmouth. Sollen wir mal gucken, ob wir da noch hinkommen mit unserem Sprit. Sieht aber ganz gut aus. Ich bin jetzt mal gespannt, was jetzt hier wirklich Rekordverkauf sein wird. Lasst mich mal ganz kurz noch schätzen. Das mache ich immer ganz gerne. Also ich habe jetzt hier knapp 31 Tonnen an Bord. Durchschnittlicher Verkaufspreis, ich gehe jetzt mal von Schwert und Thunfisch aus, $25. Das heißt, wir werden hier abzüglich Kosten vielleicht bei $700.000 Verkaufspreis liegen. Mal sehen, wie gut ich rechnen konnte. Oh, wie gesagt, ich bin ja von $25 ausgegangen. Oh, Thunfisch oben, $38. Und Schwertfisch, $31. 26 Tonnen Thunfisch, unfassbar gut. Und 4,7 Tonnen Schwertfisch, was für ein super Verkauf. Und ich habe insgesamt, das müsst ihr euch mal überlegen, 105 Fische gefangen, 120 mögliche Bissmöglichkeiten gibt es ja pro Leine, also pro 40, also es sind ja 40 Leinen mal 3 möglichen Bissfischen sozusagen. Also von 120 möglichen Fischen konnte ich 105 einsammeln, ein Reinerlös abzüglich sämtlicher Kosten von Mannschaftsmitgliedern und so weiter und so fort. Über $1 Million, das ist natürlich stark, und somit habe ich natürlich auch die Möglichkeit,
mir dann endlich mein nächstgrößeres Boot bzw. Schiff zu kaufen. Ich will euch das jetzt auch mal gerne zeigen. Ach nee, das mache ich ja so mit der Karte. Hier oben habt ihr ja dann auch dieses Wiki. Hier könnt ihr zum Beispiel schauen, welche Fischarten, welche Fischsaisons haben. Das ist wirklich ganz interessant. Ich möchte ja tatsächlich dann Lobster und Snow Crab, das findet ihr ungefähr in der Mitte. Schade, dass das dann hier nicht übersetzt wurde, finden. Und dann geht ihr in dieser Tabelle ziemlich weit nach rechts und dann seht ihr Starts First, Start First. Also die Saison geht dann los zum 1. November. Das heißt, die Chance, dass ihr dann in der nächsten Folge vielleicht schon meine ersten Hummer und oder Krabbenfänge sehen werdet, ist relativ groß. Aber wie gesagt, ich werde mir jetzt alle Schiffe nochmal in Ruhe anschauen. Bei der Ocean Runner fand ich einfach extrem geil, dass sie eben relativ günstig noch ist und dass sie eben erweiterbar ist auf 40 Tonnen Fang. Und das macht sie vom Aufwand und Nutzen her für mich zu einem sehr, sehr attraktiven Boot. So, wir gucken jetzt mal nebenbei vielleicht nochmal was Interessantes hier an Tipps. Makrele und Silberhecht, nö, ist jetzt für mich eigentlich nicht so interessant. Wie gesagt, jetzt nochmal dieser Verkaufserlös von 1,05 Millionen Dollar, mein absoluter Rekordverkauf bisher. Das kann sich wirklich sehen lassen. Und da hinten seht ihr übrigens auch nochmal, was ich auch sehr schön finde, nochmal eine Autofähre, die hier liegt in der Nähe. Und hier könnt ihr nochmal den Hafen begutachten. Da hinten fahren zum Beispiel auch ein paar Autos rum. Schade, wie gesagt, dass es keine Passanten gibt. Aber wie gesagt, eine sehr, sehr gelungene Fischereisimulation. Mir macht sie sehr viel Spaß. Ich hoffe, ihr seid dann auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei, wo es dann endlich auch ein neues Schiff zu begutachten gibt. Ich werde euch also mit der Ocean Runner dann nicht weiter quälen. Aber wie gesagt, es ist ein Spiel, in dem man auch mit Geduld grinden muss. Denn es ist jetzt hier nicht so, dass ich mit diesem Schiff hier zwei, dreimal rausfahre und sofort 5 Millionen Dollar für das größere oder eins der wesentlich größeren Schiffe dann zur Verfügung habe. Aber es soll ja auch ein bisschen Langzeitmotivation mitbringen. Deswegen finde ich das auch völlig okay. Aber das ist sicherlich auch ein Grund, warum ich hier nicht alle zwei Tage eine neue Folge raushauen kann, weil es einfach auch immer dauert, euch ein bisschen was Neues zu präsentieren. Ansonsten, wie gesagt, es gibt ja auch Tipps und Tricks-Videos zu dem Spiel von mir. Könnt ihr auch mal reinschauen. Auch die Playlist ist am Ende von dem Video nochmal für euch verlinkt. Ansonsten sind in der Fishing North Atlantic alle Videos drin, sowohl die Tipps und Tricks als auch das Let's Play und auch der Test von mir. Und dann bedanke ich mich wieder mal fürs Reinschauen. Lasst euch überraschen, für was für eine Art Boot oder Schiff ich mich dann jetzt als nächstes entscheide. Wie gesagt, schaut gerne weiterhin rein. Dankeschön fürs Reinschalten. Euch eine gute Zeit und gerne wieder auf unserem Kanal in den nächsten Tagen. Bis zum nächsten Mal. Ciao und Servus. Euer Jens von Minga Gaming.